Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und zwar heute teste ich Energy Drinks teuer versus billig. Ich habe unglaublich, Leute, ich habe 11 Energy Drinks gekauft in verschiedenen Preiskategorien. Auf jeden Fall teste ich die alle und gebe meine Meinung dazu ab, ob die preis-leistungstechnisch auch gut oder schlecht sind. Und Leute, um hier nichts wegzuschmeißen, weil ich habe wirklich viel Energy gekauft, habe ich mir überlegt, infolgedessen drehe ich heute wieder einen Teil 24 Stunden lang nur Energy Drink trinken. Die kommen eigentlich irgendwie verhältnismäßig gut bei euch an. Keine Ahnung warum. Aber gut, Leute, wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn sie gut sind, nehme ich sie auf jeden Fall dran und pinne sie an, dass man nachvollziehen kann, warum ich die Idee habe. Und Leute, ich zeige euch einmal kurz, welche Energy Drinks ich habe. Da habe ich einmal diesen hier. Dann habe ich mir diesen hier gekauft, eigentlich nur, weil die Verpackung... Oh mein Gott, ich sehe gerade, dass der hier einfach deutlich größer ist als der andere. Ich dachte, die wären gleich groß. Wie viel haben wir denn? 500 versus 568 Milliliter. Krass. Im Laden habe ich echt gedacht, dass sie gleich groß sind. Dann, Leute, habe ich hier den Platzhirschen gekauft. Den Red Bull. Und davon nicht ein, sondern drei. Dann habe ich hier von Lidl diesen hier gekauft. Diesen, Kong Strong oder so, da habe ich den geholt. Dann noch den, dann noch den, dann noch den. Und dann, Leute, ein Effekt und ein... So ein Billig-Energy, keine Ahnung. Und Leute, ich würde sagen, ganz zu Anfang trinke ich natürlich den Red Bull, den Platzhirsch. Ich glaube, also die Preise, ich bin mir nicht ganz sicher, die schwanken irgendwie zwischen 1,50 Euro, glaube ich, und Tankstelle bis 3,50 Euro oder so. Prost, es ist übrigens einfach mal morgens, ey. Ja, also ist nicht mein Favorite, aber naja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, Leute, ich trinke jetzt nicht immer aus der Flasche, das ist ja eklig wegen dem Deckel, weil überlegt mal, wenn diese Dose, logischerweise, zeige ich euch mit einer verschlossenen Dose und nicht mit einer offenen, weil sonst kippe ich hier rum. Hier, das ist ja der Deckel, wo man dran trinkt und wenn der jetzt so rumrollt oder irgendwie mal so steht oder liegt, keine Ahnung, das ist irgendwie unhygienisch. Wer weiß, auf was für ein Untergrund die Dose ist. Deswegen würde ich sagen, ich hole mir mal kurz ein Glas. Hä? So, Leute, auf jeden Fall, was soll ich dazu sagen? Den, boah, ich würde den, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde diesen Energy notentechnisch, Note 1 bis 6, würde ich den eine 4 geben. Ja, weil, also ich mag Energy Drinks nicht so gerne, das ist natürlich meine Meinung, aber ich mag die nicht so gerne, ich finde die zu süß. Und dementsprechend finde ich, das muss irgendwas Fruchtiges haben, sonst feiere ich das nicht. Und deswegen ist das bei mir eine 4. Jetzt haben wir hier diese neue, und zwar Wassermelone. Ohne Spaß, die habe ich schon mal getrunken. Die feiere ich mega. Durch das Glas sieht die violett aus, allerdings ist die rot. Also die riecht auch übertrieben geil nach Wassermelone, Leute. Wassermelone feiere ich unnormal. Und diese Sorte ist, glaube ich, einer der besten Sorten, die es gibt. Ich finde die unnormal geil. Aktuell gibt es die aber nur bei der Tankstelle. Das ist ganz klar eine 2 Plus, würde ich sagen. Den feiere ich unnormal. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Energy Drink. Und Leute, schreibt mir unten in die Kommentare, was euer Lieblings-Energy Drink ist. Oder ob ihr Energy Drink überhaupt trinkt. So, Leute, auf jeden Fall. Jetzt kommt mein Lieblings-Energy Drink. Und zwar Kokos-Blaubeere. So sieht das Ganze aus. So sieht das Ganze aus und ich finde ihn so gut, das ist einer der besten, die es gibt. Ja, Mann, den finde ich top. Der kriegt von mir auf jeden Fall eine 1-, würde ich sagen. Eine 1 nicht, weil es einfach Energy Drink ist und übertrieben süß, aber der ist echt krass. So, Leute, und jetzt machen wir das Gegenstück und zwar einen richtig billigen Energy Drink und zwar den Kong Strong von Lidl. Der hat, glaube ich, gekostet 30 Cent und 25 Cent Pfand. So, Leute, ich bin super gespannt. Der hat auch so eine rötliche Farbe. Und der Nachbar bohrt jetzt. Leute, der schmeckt einfach wie Wasser mit Geschmack, aber süßer. So ein bisschen wie ACE-Drink oder so feiere ich gar nicht. Das ist für mich eine 5. Allerdings, Leute, Kong Strong bringt mehrere Sorten raus. Da haben wir jetzt diesen hier. Boah, der riecht ein bisschen wie dieser Effect Energy Drink, den wir gleich auch nochmal testen. Boah, der schmeckt auch wie Wasser mit Geschmack. Ich finde, der schmeckt genau gleich wie dieser hier. Ja, Leute, da spart man meiner Meinung nach am falschen Ende, also... Und Leute, Kong Strong hat noch mehr Energy Drinks. Das Ding ist einfach, der hat noch mehr Sorten, aber ich wollte auch nicht nur den ganzen Tag Kong Strong trinken. Das sieht einfach mal aus wie Bier, oder nicht? Den finde ich ein bisschen besser, aber der schmeckt nach Ananas. Ich hasse Ananas. Zero Kalorien. Hat auch ungefähr 30 Cent gekostet. Und Leute, auch eine Pfandflasche Rich Rich. Ganz ehrlich, der ist für mich, boah, der Nachgeschmack ist eklig. Eine 5, auch eine 5. Also. Und Leute, ihr werdet es mir nicht glauben. Einfach Kong, ich habe noch einen Drink von Kong Strong gekauft. Ich nehme den Namen schon so oft im Mund, das könnte eine Produktplatzierung sein, aber ist es nicht. Ich würde sagen, der Geruch. Energy Drink. Wildpower. Sugar Free. Oh Leute, da habe ich aber auch ins Klo gegriffen. Der sieht einfach aus wie der andere. Der riecht auch wie der andere. Ne, man schmeckt auf jeden Fall, dass er keinen Zucker hat. Also das schmeckt wie Red Bull. Ohne Zucker. Aber nicht Zero Zucker, sondern gar kein Zucker. 0,000 gar nichts. Auch kein künstliches Zucker oder so. Es ist einfach ekelhaft. Ne? 5 Minus. So, Leute, jetzt haben wir hier so ein Mai. Ohne Spaß. Ich kann es nicht lesen. Ich weiß nicht, was da steht.
Auf jeden Fall ist es auch so ein Billig-Energy. Das Ding ist, die hat meine Mutter mitgebracht. Ich weiß jetzt nicht, was der gekostet hat und von welchem Laden sie den hat. Sie meint auf jeden Fall, dass der wohl irgendwie neu ist und günstig. Aber ich weiß echt nicht, von welchem Laden sie den jetzt geholt hat. Ich würde sagen, ich probiere den mal. Der riecht wie 0815 Energy, wie dieser, oh mein Gott, der riecht, ihr habt das bestimmt schon mal probiert. Ich weiß nicht, ob das Kick oder Teddy war. Da gibt es irgendwie für 1 Euro oder 50 Cent oder so. So ein riesen Kanister Energy Drink, der so komplett gelb ist. Und einfach, das riecht genauso, wie der andere Energy Drink schmeckt. Der schmeckt auch genauso. Ist das ekelhaft, ey. So, Leute, jetzt haben wir hier natürlich den ja, ich würde jetzt nicht sagen Platzhirschen, aber ich glaube, Effekt ist neben Red Bull eigentlich das bekannteste, was es gibt. Also viele trinken damit Alkohol. Ich habe, um ehrlich zu sein, eine Abneigung gegen Effekt. Der kostet, glaube ich, also der ist ein, ich google gleich mal und schreibe euch den Preis hin. Der ist ungefähr zwischen Billig Energy und zwischen Red Bull. Ja, was soll ich jetzt sagen? Also ich bin mal super gespannt, obwohl ich bin nicht gespannt. Ich weiß, wie er schmeckt. Sorry für den Cut. Der Speicherplatz war voll. Auf jeden Fall, Leute, jetzt testen wir den Effekt. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Mal eine Frage, Leute. Was ist eigentlich mit Magic Man? Kennt das noch jemand? Das ist auch dieser große Billig Energy. Magic Man. Ich blende, glaube ich, mal ein Bild ein, wenn ich das finde. Ich glaube, der war gut. Den habe ich damals als Kind immer getrunken. Richtig geiler Rückblick. War schon cool. Obwohl, ich glaube, ich habe das damals getrunken, um cool zu sein und nicht, weil ich es wirklich gefeiert habe oder so. Obwohl, wenn ich zurückdenke. Keine Ahnung, Leute, ich probiere ihn. Ich würde sagen, das ist eine 3. 3! Also, nichts Besonderes. Leute, jetzt kommen wir hier zum Energy Drink, den ich persönlich nicht so nice finde, weil der einfach so ein ekeliges Image hat, meiner Meinung nach. Kleine Kinder mit hier Monster Energy Cap und kleben überall diese Aufkleber rauf. Und zwar, ja, diese hier mit den Emblemen, da kleben es an ihre Fahrräder und Skateboards. Keine Ahnung, habe ich bis heute immer noch nicht verstanden, aber gut. Ich probiere mal. Den habe ich jetzt gekauft. Oha, der hat hier schon eine Delle. Genau, eine Delle ist das, weil es reingeht. Genau, ich habe den gekauft. Ohne Spaß, Leute. Ich weiß null, was da drin ist. Und ich sehe jetzt auch gerade Zero Zucker. Ich habe den gekauft, weil das so eine geile Verpackung hat. Dieses Chrom und dann das Weiß. Oha, ist sogar geriffelt. Finde ich cool, auch mit diesem Babyblau. Mir ging es um das Design, deswegen habe ich das gekauft. Und diese Sorte, Leute, die habe ich gekauft, weil das dieses klassische Monster Energy Drink ist. Ich glaube sogar, das ist der erste. Oh mein Gott. Boah. Das schmeckt wie dieser ekelige Iso-Drink von damals bei Aldi oder Lidl gab es den. Also das ist für mich eine 6, ey. Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft, ey, Leute. 6. Jetzt kommen wir hier zum letzten Energy-Drink und zwar diesen hier. Ich bin mal so gespannt. Taurin, Guarana, B-Vitamin, L-Caritin, Taurin. Ja, okay. Das Ding ist einfach, ich bin so blöd. Ich habe die jetzt alle angebrochen irgendwie. Und ich habe jetzt hier 11 Dosen stehen, die alle offen sind. Und ich muss die noch trinken und ich kann die schlecht mit ins Auto nehmen und muss die irgendwie... Struggle, Leute. Einfach struggle. Ich finde ihn besser als den weißen, aber auch ekelhaft. So, Leute, was kann ich abschließend sagen? Ich würde sagen, notentechnisch ist der auch eine 5. Auch nicht gut. Und Leute, das wird es auch mit dem Video gewesen sein. Wie erwähnt, wenn ihr ein Video vorstellt, schreibt sie unten in die Kommentare, wenn sie gut sind. Nehme ich sie aber dran und pinne sie an, dass man nachvollziehen kann, von wem ich diese Idee habe. Abonniert kostenlos den Kanal, um nichts mehr zu passen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ciao.